Hallo im Küchengarten. Herrliches Wetter, viele neue Projekte im Kopf. Aber heute soll es um etwas Bestimmtes gehen. Und zwar sind ja bald die Eisheiligen Mitte Mai. Ich glaube, an dem Wochenende 13. bis 15. Mai. Danach kann alles hinaus. Und wie ihr wisst, habe ich ja eine riesige Auswahl an, ich glaube, 20 verschiedene Sorten Tomaten ausgesät. Das ist immer ein riesiger Genuss, da die verschiedensten Aromen und Größen und Gerüche auszuprobieren bei den Tomaten. Und deswegen konnte ich mich gar nicht zurückhalten. Allerdings habe ich jetzt das Problem, dass im Garten ein bisschen wenig Platz für all die Tomaten ist. Jetzt habe ich mir etwas ganz Gescheites überlegt. Und zwar haben wir vor unserem Haus einen überdachten Vorplatz ist es nicht wirklich, wie kann man das nennen? Einfach der Bereich bei der Tür vor dem Haus ist überdacht. Ich blende euch einfach mal ein Video davon ein, einen kurzen Einblick. Und das ist zwar, die Morgensonne kommt dort zwar hin, allerdings am Nachmittag ist es eher schattig, aber trotzdem warm. Das sollte den Tomaten jetzt nichts ausmachen, aber auf jeden Fall, dass es dort überdacht ist, ist natürlich ein großer Pluspunkt und wir haben dort noch wunderbar Platz. Also habe ich mich kurzerhand dafür entschlossen, dort ein Hochbeet hinzustellen. Das ist jetzt 2 Meter lang, 50 Zentimeter breit und 1 Meter hoch. Und das möchte ich jetzt mit euch gemeinsam befüllen und euch zeigen, mit was für Materialien und mit was verschiedenen Schichten ich das befülle. Dann möchte ich es auch schon bepflanzen. Als Unterpflanzung für meine Tomaten verwende ich wahnsinnig gern Basilikum. Da habe ich eine ganze Platte schon ausgesät, die wunderbar gedeiht. Und so nah an der Hauswand kann ich den jetzt sicher schon auspflanzen. Ich bin sogar schon am Überlegen, ob ich meine Tomaten dort schon probiere. Denn es soll nicht mehr so starke Nachtfröste geben. Und falls es doch mal kälter als 10 Grad wird, das vertragen die Tomaten nämlich nicht gut. Erstens ist es nah an der Hauswand, wo es ja immer geschützter ist und wärmer bleibt als im Rest des Gartens. Und zweitens kann ich dort ein Vlies drüber werfen, was noch zusätzlich die Temperatur ein paar Grad in der Höhe hält. Mal schauen. Ihr werdet es auf jeden Fall in diesem Video alles sehen. Außerdem habe ich mir dann noch für meinen Sitzplatz, für meine Terrasse, für meine obere da konnte ich einfach nicht dran vorbeigehen. Es war gerade im Baumarkt im Angebot ein wunderschönes Tischhochbeet, das ich dort auch unter das Dach stelle, das mir meine Jungmannschaft zusammengebaut hat und ich dort auch befüllt habe. Das ist eben anders zu befüllen als das größere Hochbeet im vorderen Bereich, im Vorgarten, auf meinem Vorplatz, nennen wir das mal so. Und diese zwei verschiedenen Arten möchte ich euch zeigen. Vielleicht könnt ihr ja was davon mitnehmen. Bevor wir mit der Arbeit beginnen, wird nochmal schnell die Katze gekuschelt. Und dann macht mein lieber Mann ein paar Steine aus dem Platz heraus. Und zwar habe ich die Idee von einer lieben Zuschauerin bekommen, damit das Wasser, falls man das Hochbeet übergießt, abfließen kann. Einfach ein paar Steine herausmachen, dann kann es versickern. Das Ganze war eine richtig anstrengende Arbeit, die lang gedauert hat, weil die Steine sehr tief einbetoniert waren. Das Hochbeet stellen wir dann genau so hin, dass diese Innenplatten, also der Boden, die Löcher in diesen Innenplatten, genau über den herausgenommenen Steinen liegt. Für die Grundbefüllung des Hochbeets habe ich mir so biologisches und torffreies Häckselgut gekauft. Man könnte das Ganze natürlich gleich komplett mit Erde auffüllen, aber ich wollte eine Drainageschicht, da drunter ja Stein ist und ich dann doch Angst habe, dass, wenn ich das übergieße, mir der Dreck von der Erde immer auf meinen Vorplatz fließt. Der negative Aspekt ist natürlich, dass ich wahrscheinlich das Hochbeet jedes Jahr wieder ein bisschen neu auffüllen muss, weil es absackt. Allerdings hat das auch Vorteile, so füge ich neues organisches Material hinzu und neuen Humus, neue Nährstoffe. Also so schlimm finde ich das jetzt gar nicht.
Mit vollem persönlichem Einsatz springe ich auch dann gleich auf diese Füllung drauf und stampfe sie gut zusammen. Fußreflexzonenmassage inbegriffen. Die nächste Schicht, die jetzt hier in mein neues Hochbeet kommt, ist Pferdemist. Ich habe ja noch von meinem Onkel hier im Anhänger etwas übrig. Also es ist mehr Stroh, ein paar alte Äpfel, die noch auf dieser Streuobstwiese waren und natürlich die Pferdeäpfel. Und die kommen jetzt als nächste Schicht hinein. Auf dem Pferdemist steige ich allerdings nicht mehr barfuß drauf herum, um ihn zusammenzupressen. Und was von dem Pferdemist jetzt noch übrig ist, werde ich hier in meine Scheibtruhe schaufeln. Und ich habe oben noch ein Beet, wo Tomaten hinein sollen in 2 Wochen nach den Eisheiligen. Und das muss ich noch vorbereiten. Und dort werde ich ein gutes Stück der obersten Schicht Erde zurückschaufeln, dann den Pferdemist hinein und dann die Erde wieder draufschaufeln. Und später werde ich es dann auch noch mit einer schönen Schicht reifen Kompost anreichern, damit ich dieses Jahr hoffentlich eine traumhafte Tomatenernte haben werde. Jetzt muss ich euch hier noch etwas zeigen zum Adventkalender der Garten-YouTuber habe ich ja Samen der blauen Kugeldistel verlost, die ich selbst genommen habe. Hier seht ihr den Strunk der Mutterpflanze. Und wenn ihr genau schaut, obwohl so genau müsst ihr gar nicht mehr schauen, sie sind schon riesengroß. Hier rundherum gehen jetzt überall schon wild die kleinen Babykugeldisteln auf. Jetzt werde ich mich entscheiden, wie viele ich stehen lasse. Also sie werden riesengroß. Da werden es nicht so viele werden, aber ich setze sie vielleicht um in einen anderen Teil meines Gartens. Eine wunderbare Bereicherung für jeden Naturgarten. Hier hinten an der Hausmauer ist ein weiteres meiner Tomatenbeete. Da habe ich oben drüber Wein wachsen, der auch meine Terrasse begrünt und ein kleines Vordach, was vor dem schlimmsten Regen schützt. Und da soll jetzt der Pferdemist hinein, um die Erde wieder mit Nährstoffen aufzuwerten. Als dritte Schicht für mein Hochbeet verwende ich die Erde aus diesem Komposter. Das ist alte Kübelerde und aus meinen Kartoffeltürmen vom letzten Jahr. Die habe ich mit Bokashi über den Winter hinweg aufgewertet. Ist jetzt nicht mehr ganz so viel, aber eine Schubkarre voll gibt es schon noch. Und zwar habe ich mir für diesen Arbeitsschritt Hilfe geholt, weil die ganze Schaufelei war mir jetzt im Endeffekt etwas zu anstrengend, und wenn man starke Männer zu Hause hat, dann kann man ruhig einmal auf eine Hilfe ausweichen. Thank you.
Ah, der Knoblauch wird jetzt gedüngt. Motiviert durch das extrem schöne Wetter und durch das fertig befüllte Hochbeet kann ich mich jetzt wirklich nicht mehr zurückhalten. Und ich möchte hier schon meine ersten Tomaten einsetzen. Was habe ich hier? Eine Spezialität sozusagen. Die Ananastomate aus dem Selbstversorgergarten von Florian Rigotti. Den Kanal verlinke ich euch oben in der Ecke. Ich habe da dieses Jahr bei der Samenverlosung mitgemacht und hatte das große Glück, Samen zu gewinnen. Und er wohnt ja gar nicht so weit weg von mir in Deutschland. Ich glaube, es sind 1,5 Stunden mit dem Auto. Die Bedingungen sind jetzt nicht ganz gleich, aber ähnlich. Und ich hoffe, dass ich hier eine schöne Ernte einfahren werde. Ich freue mich auf jeden Fall schon riesig. Ich habe nur begrenzt Platz unter einer Überdachung. Und diesen Platz nutze ich natürlich für große Tomaten, für Fleischtomaten, für Ananastomaten, weil diese schlechter mit den Freilandbedingungen zurechtkommen, da sie aufplatzen und die Früchte eben nicht so schön werden. Deswegen setze ich jetzt hier die Ananastomate rein, hebe ein tiefes Loch aus, die setze ich sehr tief, da die Nachtschattengewächse ja hier am ganzen Stamm Wurzeln ausbilden können. So kriege ich eine Tomate, die tiefgründig nach Nährstoffen sucht und sehr standfest ist. Also ich setze die jetzt wirklich tief bis zu diesem Blatt ein. Da tief genug ausgegraben. Man kann sie auch schief einsetzen, wenn man nicht so ein tiefes Loch graben kann oder will. Jetzt kommt ein bisschen von meinem biologischen Langzeitdünger hinein. Hoppla. Und als Unterpflanzung für meine Tomaten verwende ich wahnsinnig gern Basilikum. Das passt nämlich nicht nur in der Küche, sondern auch im Beet gut zusammen. Und wie ihr mich erkennt, habe ich immer wieder ein neues Projekt. Jetzt gab es im Gartencenter meines Vertrauens dieses schmucke Kastenhochbeet, ziemlich stark verbilligt und daran konnte ich nicht vorbeigehen. Das habe ich jetzt hier auf unserer oberen Terrasse stehen, neben Hochbeet Nummer 1, dem selber gezimmerten vor, ich glaube schon langsam vor einem Jahrzehnt. Das könnte mal einen Ersatz brauchen. Ich habe nämlich immer zu wenig Platz, um meine ganzen Gemüsepflänzchen anzupflanzen. Hier möchte ich Salate und Kräuter hinein. Meine Jungmannschaft hat mir das aufgebaut. Und zwar ist das innen mit Folie ausgekleidet. Dann hat es eine Drainage aus Blähton, ca. 5 cm hoch.
dann ein Vlies drüber, damit sich die Erde nicht in den Bleton einschwemmt. Und jetzt haben wir eine erste Schicht von vorjähriger Erde, die mit Bokashi aufgewertet wurde, eingebracht. Und jetzt werde ich noch von meinem Gartenkompost absieben und das auch noch drunter mischen. Und dann kann ich schon Salat pflanzen. Hier ist ja meine Terrasse. Da muss ich aber noch drüber. Die schaut vom Winter noch ein bisschen unbewohnt aus. Aber zumindest hat es schon geregnet. Das heißt, das Regenfass hatte ich schon geputzt und ist auch schon wieder voll. Das ist wirklich der Stolz und die Freude eines jeden Gärtners. Hier in meinem Gewächshaus habe ich in diversen Platten immer wieder Salate dazwischen gepflanzt und da sind jetzt auch wieder einige bereit zum Auspflanzen und die setze ich jetzt in mein neues Hochbeet. Wie immer den Salat nicht zu tief setzen, eher auf die Erde oben aufsetzen. Und dann habe ich noch einen Hängerosmarin, den habe ich letztes Jahr in so einer Hängeampel gehabt, da ist er nicht so gut gekommen, da hatte er glaube ich zu wenig Erde. Dann habe ich ihn im Haus überwintert, dort hat er sich wunderbar entwickelt. Das ist ein Geruch, sage ich euch, also es gibt nichts Feineres als gebratene Kartoffeln mit Rosmarin und Honig oder den Rosmarin über ein schönes Lammfilet oder ein Rinderfilet, also das ist wirklich traumhaft. Und den frisch hier von der Terrasse ernten zu können, ist natürlich purer Luxus. Aber auch zum Seifen oder andere Kosmetika selber machen, ist Rosmarin wirklich ein ganz herrliches Kraut. Und da habe ich mir gedacht, den setze ich jetzt hier so in die Ecke, dann kann er wunderbar hier hinten runter wachsen. Hier bekommt er auch die meiste Sonne ab. Also das ist sicher ein toller Platz für ihn. Jetzt muss ich das Ganze natürlich noch eingießen und da ist wirklich praktisch, dass wir hier auf der Terrasse ein Regenfass stehen haben. Da geht das ja ganz flott. Und 2 Wochen später sieht mein Tischhochbeet schon so aus. Der Salat hat sich prächtig entwickelt und auch der Rosmarin ist schön angewachsen. Ein super Platz, den ich noch nutzen konnte. Da freue ich mich sehr darüber.
So, jetzt habe ich wieder noch mehr Platz, um meiner Garten- und Gemüseanbauleidenschaft nachzugehen. Ich habe eine riesige Freude und ich kann es kaum erwarten, bis ich noch mehr auspflanzen kann, bis alles wächst und gedeiht. Es wird jetzt immer mehr und immer sonniger und immer wärmer. Und ich ernte natürlich jetzt schon vieles wie Spinat, Lauch, Zwiebel, diverse Kräuter. Und jetzt wird es noch mehr und noch schöner. Ich danke euch, dass ihr mich heute wieder begleitet habt hier auf meinem Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen rauf da, schreibt mir einen Kommentar, ich freue mich immer sehr. Und sonst bleibt mir nichts anderes mehr, als euch viel Freude bei euren Gartenprojekten zu wünschen. Und ich hoffe, dass wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!